Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. Guten Morgen und willkommen zum zweiten Teil dieses Vlogs. Nachdem wir erstmal heute Morgen hart verpennt haben, haben wir es jetzt noch zur Bahn geschafft. Für uns geht es jetzt ab nach Almada. Almada heißt es, glaube ich. Also mit der Fähre auf die andere Seite. Wird bestimmt auch ein cooler Vlog heute, von dem her viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. So, nach mittlerweile eine Dreiviertelstunde rumsuchen, da hier überhaupt niemand Englisch spricht, haben wir doch noch die Fähre gefunden. Ob es die richtige ist, werden wir noch sehen, aber immerhin sind wir mal auf dem Boot, mal gucken, wo es uns hinführt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die richtige Fähre erwischt. Wir sind jetzt hier in Almada, heißt es, glaube ich, wissen wir immer noch nicht genau, angekommen. Und hier im Hafen ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Location. Sieht aber alles etwas verlassen aus, also scheinbar läuft sie nicht mehr so gut. Aber auf jeden Fall eine geile Location für Bilder, von dem her werden wir auch noch ein paar Clips hier aufnehmen. Die seht ihr jetzt, von dem her viel Spaß. Da gibt es tatsächlich hier in Portugal einen Aufzugwärter, der den ganzen Tag hoch und runter heizen muss, ey. Gibt bestimmt geilere Jobs. Gefährliches Ding hier.
Leute, jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg. Es ist leider schon mehr dunkel geworden, als wir erwartet haben. Von dem her mal gucken, ob wir jetzt noch den Weg finden. Wir hoffen auch, dass noch eine Fähre fährt, weil sonst sind wir ziemlich verkackt, weil wir jetzt hier gerade noch in Almada sind und unser Hotel ja in Lissabon ist. Von dem her hoffen wir, dass wir noch zurückkommen, dann essen wir noch was und dann geht's ab ins Hotel.